Andererseits ist natürlich auch in dem Gespräch deutlich geworden, auch die Luftwaffenoffiziere gehen nicht davon aus, dass ein solcher Taurus-Einsatz als solcher den Krieg ändern würde. Also das wird ja sogar sehr wörtlich gesagt. Und deswegen frage ich mich schon, was treibt Herrn Merz, was treibt diejenigen auch in der Koalition, gerade bei den Grünen und bei der FDP, was treibt sie an, mit dieser Vehemenz Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine zu fordern, obwohl Militärs und Militärspezialisten sagen, die Lage an der Front würde sich dadurch nicht ändern, weil was an der Front fehlt, ist zum einen Artillerie, zum anderen aber vor allem Manpower, also einsatzfähige Soldaten. Die fehlen auch deshalb, weil viele junge Männer in der Ukraine mit den Füßen abgestimmt haben. 600.000 junge Männer der Ukraine befinden sich auf dem Territorium der Europäischen Union, 200.000 alleine in Deutschland, weil sie verständlicherweise nicht in diesem Krieg ihr Leben lassen wollen, weil sie nicht an die Front geschickt werden wollen. Aber auch das relativiert oder zeigt, wie absurd auch die Debatte ist, die der französische Präsident Macron angestoßen hat, jetzt Bodentruppen zu entsenden. Also die ukrainischen jungen Männer fliehen in die EU, weil sie nicht sterben wollen in diesem sinnlosen Krieg. Und wir diskutieren darüber Bodentruppen oder wir, also zumindest in der EU wird darüber diskutiert. Ja, zumal europäische Soldaten bzw. Soldaten von Frankreich und Großbritannien ja schon vor Ort sind. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass einige NATO-Staaten da schon eigene Truppen vor Ort haben und Deutschland wollte diesen Schritt der Eskalation ja zumindest nicht gehen. Also man kann an der Ampel ja genug kritisieren, aber das hat sie bisher noch nicht gewagt. Und was die 600.000 jungen ukrainischen Männer angeht, die in der Europäischen Union sich aufhalten, da fordern einige verrückte Kriegstreiber wie Roderich Kiesewetter ja auch diese Leute zurück in die Ukraine zu schicken oder zumindest finanziellen Druck auf sie auszuüben, dass sie doch bitte in die Ukraine zurückkehren und ihr Land verteidigen sollen. Also das, ja, da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Aber das ist die aktuelle Diskussion, die wir hier gerade in Deutschland haben. Diskutiert, Bodentruppen einzusetzen, also absurder geht's nicht. Aber auch bei Taurus ist es natürlich so, Taurus würde nicht den Krieg verändern. Was Taurus bewirken würde, und ich glaube, das ist der Hintergrund, warum es von der Regierung Zelensky so vehement gefordert wird. Taurus würde ein Schritt mehr in die Richtung sein, dass die NATO direkt in diesen Krieg eingreift. Das ist vielleicht von ukrainischer Sicht verständlich, dass sie sich das wünschen, weil es die einzige Chance wäre, möglicherweise das Geschehen an der Front zu wenden. Wir alle sollten allerdings sehr genau wissen, was das bedeutet. Wenn die NATO, wenn Deutschland in diesen Krieg eintritt, dann haben wir hier Krieg in Deutschland. Und ich finde es unverantwortlich, dass diese Frage jetzt versucht wird, in Deutschland parteipolitisch auch von der Union zu instrumentalisieren und um die Ampel vorzuführen, weil es ja am Ende bedeutet, wir bewegen uns immer weiter in diese Richtung. Wir werden immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen, wenn in Deutschland darüber diskutiert wird, Taurus einzusetzen gegen die Kertschbrücke. Und wir wissen alle, Taurus ist auch einsetzbar bis hin nach Moskau. Dann ist das eine Debatte, die für unser Land und für die Sicherheit der Menschen in unserem Land hochgefährlich ist und deswegen dringend beendet werden sollte. Wir haben ja diese Diskussionen, also die Ampel hat auch wieder mal gezeigt, wie desolat sie ist. Inzwischen geben Regierungspolitiker oder Politiker der Regierungskoalition, der Opposition schon Ratschläge, wie sie ihre Anträge so formulieren soll, dass möglichst viele aus der Regierung dem zustimmen. Ich finde das durchaus bemerkenswert. Ist ja nicht so der Normalzustand einer Regierung, dass man abstimmt, wie man will oder dass man die Opposition berät. Ich bin auch wirklich gespannt, wenn wir demnächst unseren Antrag zum Mindestlohn von 14 Euro ins Parlament einbringen. Das wird ja auch von SPD und Grünen zumindest auf dem Papier gefordert. Also wenn die Ampel jetzt abstimmt, jeder wie er will, dann freuen wir uns ja schon darauf, dass SPD und Grüne dann auch unserem Antrag für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro zustimmen. Wir sind auch gerne für Ratschläge offen, was wir in diesem Antrag vielleicht noch modifizieren, um diese Zustimmung am Ende auch zu erreichen. Aber immer noch keiner der Wagenknecht mal zugetragen, dass es die SPD war, die die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert hat. Ich meine, es war die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, man kann es nicht häufig genug erwähnen, die in der Mindestlohnkommission die entscheidende Stimme gegen die Erhöhung des Mindestlohnes abgegeben hat. Die Gewerkschaften haben eine Erhöhung auf 14 Euro gefordert und die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld hat das aufgeheißt der SPD verhindert. Das ist der Stand der Dinge und das sollte man vielleicht mal gegen die SPD vorbringen, wenn man dieses Thema anspricht.
Also immer nur zu sagen, ja, vielleicht stimmt die SPD dazu, das ist eine falsche Hoffnung. Die SPD hat das schon aktiv verhindert, eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro. Und deswegen ist es absolute Verlogenheit und Heuchelei, wenn SPD-Politiker sowas jetzt fordern, was ihre Partei selbst verhindert hat. Ironie am zu Ende. Also natürlich ist die ganze Taurus-Debatte alles andere als witzig, sondern sie ist todernst. Und ja, wir hoffen, dass hier die Vernunft am Ende doch die Oberhand behält, dass die Regierung ihre Linie oder zumindest das Kanzler Scholz, der ja schon viele rote Linien überschritten hat, zumindest bei dieser einen Linie bleibt. Sicher kann man sich nicht sein. Und besser wäre es natürlich, nicht nur die Debatte über Taurus zu beenden, sondern endlich zu einer deutschen Außenpolitik zurückzukehren, die wirklich auf Vermittlung und auf Interessenausgleich setzt und sich hier auch eine Verbindung oder ein Zusammengehen mit dem Papst und vor allem auch mit vielen Ländern des Südens darauf orientiert, damit dieser Krieg wirklich baldmöglichst endet und nicht eskaliert. Dann Fragen bitte. Ja, ich halte die Theorie, dass wir jetzt in erster Linie uns aufrüsten müssen. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass man die Fragen nicht hört, die da gerade geäußert werden, sondern dass man nur Wagenknechts Antworten hört. Also da könnte man das wahrscheinlich bei der Aufnahme so machen, dass man den Reportern auch noch ein Mikrofon gibt oder ja, es irgendwie so macht oder keine Ahnung, dass es irgendwie so macht, dass man die Fragen hört. Denn das ist so ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß, worauf Wagenknecht jetzt antwortet. Damit Putin und auch die Ukraine immer weiter aufrüsten müssen mit Waffen, mit möglicherweise auch Taurus, damit am Ende nicht Putin Polen überfällt und dann durchs Brandenburger Tor marschiert. Ich halte diese Debatte für wirklich jenseits der Realität. Die russische Armee ist vor 2 Jahren daran gescheitert, Kiew einzunehmen. Eine Armee, die Kiew nicht einnehmen kann, dass die ernsthaft eine Bedrohung für NATO-Staaten wäre, das halte ich doch für ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Insoweit sehe ich da also tatsächlich nicht eine akute Gefahr. Aber selbstverständlich ist es der Auftrag des Grundgesetzes, dass wir eine Bundeswehr haben, die im Zweifel und im Notfall auch unser Land verteidigen könnte. Das ist schon sinnvoll. Und es war ja eine Veränderung der Militärstrategie im Jahr 2011, als man damals gesagt hat, wir brauchen eigentlich keine Verteidigungsfähigkeiten mehr, wir sollten die Bundeswehr darauf orientieren, dass sie Interventionskriege führen kann. Das war ja eine bewusst veränderte Ausrichtung und da hat ja eigentlich dann auch die Vernachlässigung bestimmter Bereiche begonnen. Man hat sich dann mehr darauf fokussiert, eben in Afghanistan, in anderen Ländern Kriegseinsätze mit zu gestalten. Ich habe schon damals das für einen Fehler gehalten, für eine falsche Ausrichtung. Und wie gesagt, wir haben also gerade im Bereich Rüstung einen massiven Lobbyismus, der offensichtlich dazu führt, dass das sehr viele Geld, was dort zur Verfügung steht, zwar sicherlich die Aktionäre der Rüstungsindustrie und der Rüstungs- und der Waffenschmieden reich macht, aber offensichtlich noch nicht mal dazu führt, dass Soldaten angemessene Unterkunft und angemessene Ausrüstung haben. Herr Buchsteiner, bitte. Sehen Sie jetzt hier tief in der parlamentarischen Arbeit, möchte ich mal sagen, woran liegt das im Augenblick, dass man so wenig hört vom Parteiaufbau, von der Aufstellung für den Europawahlkampf, von Konkretisierung und auch davon, dass in der Dinge... Wir haben in Sachsen den Landesverband gegründet. Wir gründen in dieser Woche den Landesverband in Thüringen und wir werden relativ zeitnah, wahrscheinlich in Brandenburg gibt es einen Unterschied zu Sachsen und Thüringen. In Sachsen und Thüringen treten wir zur Kommunalwahl an, auch in Sachsen relativ großflächig. Dadurch musste der Landesverband sehr frühzeitig gegründet werden. In Brandenburg werden wir es voraussichtlich so machen, dass wir die Gründung des Landesverbandes und die Listenaufstellung möglicherweise auch zusammenziehen, weil wir dort keine eigenständigen Kommunalwahlantritte haben. Also wir haben dort Bündnisse, wo wir auch zu Kommunalwahlen antreten, aber nicht als BSW. Und deswegen ist das eine andere Situation. Aber es ist gerade sehr viel in Richtung Parteiaufbau auch im Gange. Und selbstverständlich bereiten wir den Europawahlkampf vor. Also ich meine, dafür haben wir uns ja gegründet, um bei Wahlen teilzunehmen und um hoffentlich, die Umfragen sind ja da recht ermutigend, auch gute Ergebnisse zu bekommen. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen wünschen sich ja dringend, das ist auch das, was wir nach wie vor sehr, sehr viel gespiegelt bekommen. Also es kommen sehr viele Mails nach wie vor an,
wo viele sagen, also wir sind heilfroh, dass wir auch schon bei der Europawahl eben das BSW wählen können, dass wir eine Alternative haben. Und klar wünschen sich die Menschen eigentlich, dass sie möglichst bald auch die Ampel abwählen könnten. Aber das, ja, das wird vielleicht noch etwas auf sich warten lassen. Also mal gucken, wie die Woche läuft. Gibt es noch weitere Fragen? Nein? Gut, dann bedanken wir uns, dass Sie hier waren. Dankeschön. Jo, dankeschön. Also jetzt zum Abschluss würde ich sagen, noch mal ein bisschen Stilkritik. Das BSW könnte das ein bisschen ansprechender gestalten. Ich meine, guckt euch das mal anders. Thumbnail hier, Pressestatement der BSW-Gruppenvorsitzenden. Und dann so langweilige orange Texttafel. Also hier sieht man ausgerechnet einen Beitrag von der Welt, der viel ansprechender vom Thumbnail her gestaltet wird. Also Sarah Wagenknecht ganz groß im Thumbnail. Und dann so ein kurzer, prägnanter Slogan gleich im Videotitel. Also das könnte man hier auch machen. Oder guckt euch mal, keine Ahnung, von der AfD-Bundestagsfraktion den YouTube-Kanal an. Wartet. Die schaffen das. Und die schaffen das deutlich, deutlich besser. Ich zeig's euch hier mal. Also schaut euch hier mal die Thumbnails an. Der Abgeordnete groß im Bild und dazu gleich ganz ein prägnanter Slogan im Videotitel. Ihr Interview: Beatrix von Storch rechnet mit Faeser und Haldenwang ab. Also, und dann Beatrix von Storch ganz groß im Bild und dazu ja ein bisschen eine schönere Aufmachung, so dass Leute das auch anklicken. Und nicht einfach nur so langweilig, wie ihr das gerade bei BSW hier gesehen habt, Pressestatement. Also hier habe ich es wieder eingeblendet, Pressestatement. Also das, ja, weiß nicht. Also ja, wie gesagt, ist Stilkritik, will ich jetzt nicht zu lang drauf rumreiten, aber man kann die Videos schon so gestalten, dass da auch Leute mal draufklicken. Also, wäre sinnvoller, wenn man Leute erreichen will.